Welt, ich bin's wieder, der Michael, mit einem neuen Video. Heute am Sonntag hier aus Nürnberg. Ja, und heute geht's oder soll es um ein VST gehen, also ein VST-Check. Und zwar geht's um den Faceplant von Kilohertz. Ich habe zugeschlagen. Konnte nicht widerstehen. Es gab aber schon vor einiger Zeit eine Aktion. Da gab es den, glaube ich, für die Hälfte. Und das Tolle daran war, es sind jetzt alle Snap-ins, diese kleinen Effektbausteine mit drin, die man auch separat verwenden kann. Ja, wie gesagt, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Und ja, jetzt möchte ich auch ein Video drüber machen, weil das Ding doch gar nicht mal so schlecht ist. Aber mehr dazu nach diesem Teaser. Hier sind wir in Bitwig Studio. Die Version ist die 4.3.8, ganz frisch heute installiert, aber das ist eigentlich egal. Eigentlich geht es hier um dieses VST, das ihr sehen könnt. Und es ist der Faceplant V1.8.28. Keine Ahnung, ob es da jetzt eine neue Version gibt, egal. Aber um dieses Monster soll es gehen. Ja, und schon die erste Besonderheit, wenn ich jetzt hier mal auf meinem Keyboard rumdrücke, man hört nichts. Es ist eine der wenigen VSTs, die wirklich kein Standard-Preset laden. Vielleicht kann man das auch anders einstellen, ich weiß es nicht, aber egal, wir wollen uns ja selber was bauen. Und jetzt möchte ich es mal erklären. Also vielleicht hat der eine oder andere schon vom Faceplant gehört und von diesen ganzen Modulationsmöglichkeiten, die ihm das Ding bietet. Keine Angst, das Ding ist eigentlich ganz einfach. Also ich tue mich überhaupt nicht schwer. Muss auch sagen, ich habe mit Sicherheit noch nicht alles rausgefunden, was man wie wo machen kann, aber um einfach ein Patch zu bauen. Das funktioniert ganz einfach. Sogar recht intuitiv, innovativ. Gut. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine klassische Aufteilung. Was heißt klassische Aufteilung? Also, wir haben hier oben so eine Header-Zeile. Ich habe einen Patch-Browser. Ich sehe hier den Patch. Ich kann Save New machen, vorwärts, rückwärts. Informationen, das zeige ich zum Schluss. Dann habe ich hier oben meine 8 Makro-Keys und das Mod-Wheel. Kennt man ganz oft so. Und dann habe ich hier 3 verschiedene Bereiche. Und wenn man jetzt genau hinschaut, sieht man da im Hintergrund so einen kleinen Text oder so einen schwachen Text. Und da steht Generators, Effects und Modulators. Also Generatoren, Effekte und Modulatoren. Und hier kann ich dann frei Schnauze, wie es mir gerade lustig ist, Sachen reinladen, die ich brauche. Was wir dann jetzt auch gleich machen. So. Also hier kommen die Soundgeneratoren rein. Hier habe ich 3 Lanes, Linien, Bereiche, wo ich Effekte reinknallen kann, die jetzt im Standard-Setup sequenziell durchlaufen werden. Also Lane 1, Output geht in Lane 2, Output geht in Lane 3, Output geht ins Master. Passt. Ich kann hier jeden Gain-Mix einstellen für jedes Lane und ich habe hier nochmal so einen Standardbereich. Das sind so diese globalen Einstellungen, die auf den Synth treffen. Soll ein Glide aktiviert sein? Soll es immer spielen oder nur, wenn ich 2 Noten im Legato spiele? Ein Global Unison kann ich einstellen. Die Polyphonie von diesem Gerät, also wie viele Stimmen kann es gleichzeitig spielen? Und die Master Pitch, also ich kann es verstimmen. Und ein Pitch Bend Range. Also der würde jetzt um 2 Halbtöne einfach nur mit dem Pitchbend-Rad das Tuning verändern. Ja, und da unten kann ich Modulatoren reinklatschen und hier habe ich noch so einen Master Gain, der auf 0 dB steht. Doppelklick verändert mir mein, geht wieder auf den Ursprungswert zurück. Ich kann hier auch noch ein kleines Keyboard einblenden, damit ich sehe, wo ich was gerade spiele. Und ich kann natürlich, was heißt natürlich, so selbstverständlich ist es nicht, ich kann dieses VST skalieren.
Was gut ist. Ich lasse das jetzt aber mal hier, weil sonst muss ich im Schnitt dann bloß wieder das Fenster einfangen. Gut, fangen wir an. Was brauchen wir, um einen kleinen Patch zu bauen? Natürlich einen Oszillator, also irgendwas, das mir einen Sound generiert. Ich klicke mit der linken Maustaste rein. Also, wenn ich hier reingehe, wenn ich hier klicke, passiert nichts. Ich sehe hier so angedeutet, hier kann ich was machen. Also klicke ich. Geht ein Fenster auf und da sagt er mal schon, was willst du machen? Ein Generator, ein Effekt oder ein Utility? Ich kann hier aus vier verschiedenen Oszillatortypen auswählen: Analog, Noise Generator, Sample Player oder Wavetable Oszillator. Ich könnte eine Distortion, einen Filter einfügen, machen wir danach. Oder ich könnte eine Gruppe erstellen. Ich könnte einen Auxiliary, also das ist, denke ich, ein Eingang von extern, mir einbauen, einen Mix, da kann ich einfach nur den Gain ein bisschen verändern oder die Phase invertieren und einen Output-Kanal. Interessiert mich jetzt noch nicht, ich mache hier einen analogen Oszillator. Was macht er mir? Er macht mir hier gleich eine Gruppe, weil eine Gruppe braucht er. Die Gruppe kann ich benennen und die nenne ich Main Oscillators. Und dann habe ich hier meinen Oszillator drin und ich habe hier auch gleich einen Output-Kanal drin. Ja, dann, was habe ich im Oszillator? Im Oszillator habe ich ja die Darstellung meiner Wellenform. Das ist hier eine Sägezahnkurve. Ich kann hier aber auch eine eine rechte Kurve machen, eine Dreikurve und eine Sinuskurve. Kann diese natürlich Frequency synken. Sollte man kennen. Und ich kann bei der rechten Kurve eine Pulse-Width-Modulation durchführen. Oder ich kann eigentlich mit dem Knopf jetzt erstmal die Pulsbreite einstellen und ich kann dann auch eine PWM machen. Ansonsten habe ich hier noch ein Level von diesem Oszillator. Ich habe hier eine Verstimmung und zwar in drei verschiedenen Optionen. Ich kann sie einmal tonhöhenbezogen einstellen, also sprich halbtonbezogen. Ich kann sie auf die Harmonie bezogen einstellen, sprich 1 ist der Grundton, 2 ist die doppelte Frequenz, 3 ist die dreifache Frequenz. Ja? Also eine Oktave höher, zwei Oktaven höher und so weiter. Oder ich kann sie wirklich im Herzfrequenz, herzbezogen einstellen. Warum ist es dreimal aufgeführt? Weil es ist im Endeffekt immer die Frequenz, die ich verändere, ja, aber immer auf eine andere Basis bezogen. Ja, für verschiedene Modulationen. Möchte ich eine Modulation bezogen auf die Halbtöne machen, bezogen auf die Obertonreihen, auf die Harmonien machen oder möchte ich es im Herzbereich machen? Und deshalb habe ich diese drei Basen. Also ich tue mir das so verdeutlichen. Ich habe Zahlen. Zahlenmenge 1 bis unendlich. Und ich kann das repräsentieren binär mit Einsen und Nullen. Ich kann es dezimal mit 1 bis 9 inklusive 0 oder ich kann es hexadezimal mit Zahlen machen. Es sind immer Zahlen, die repräsentieren immer Werte, aber die Basis, die Darstellung ist immer eine andere. So kann man sich das vielleicht verinnerlichen. Vielleicht bringt es einem ja auch gar nichts, ist egal. Und dann habe ich hier die Phase, die ich angeben kann. Die Phase ist eigentlich der Startpunkt der Schwingung. Und da kann ich eben eine Phase Modulation machen. Und für alle, die es nicht wissen, die ganzen FM-Modulationen, die da die Synthesizer machen, sind meistens Phasenmodulationen. Ja, wenn es nicht stimmt, dann korrigiert mich. Schreibt es in die Kommentare. Vom Endergebnis hört sich meistens recht ähnlich an, was man dann da macht. So, also, wir sind hier. Machen wir eine Rechteckkurve, weil wir jetzt gleich natürlich auch eine Pulse-Width-Modulation hier mitmachen. Also, wenn ich jetzt hier einen Parameter modulieren will, weil so wie wir jetzt sind, habe ich jetzt einen Synthesizer schon gebaut. Der kann zwar nicht viel, aber er gibt mir eine rechte Kurve aus. Was ich noch sagen wollte, in diesem Out-Modul habe ich dann auch die Amplifier Envelope drin.
Ja, ich habe hier den Attack, Decay, Sustain, Release. Und ich sage hier auch, wo gehst du hin? Er geht in die Lane 1. Ich könnte es natürlich auch ändern. Aber jetzt im Moment ist mir das wurscht. Das soll in die Lane 1 gehen. Passt. Also, wenn ich jetzt hier mit dem Sustain spiele und das Decay ein bisschen hochdrehe. Ja, hört man es? Und wenn ich jetzt den Release noch hochdrehe. Sieht man es auch. Passt. Ich könnte das Ganze auch hier durch Anklicken machen. Ich kann hier aber auch zum Beispiel die Linearität oder Nicht-Linearität dieser ganzen Envelopes auch natürlich noch hier verändern. Hier, hier und hier geht es genauso. Ist aber alles Standardkost. Wie gesagt, das Besondere daran ist, wie man es macht in diesem Faceplant. Und das ist das Tolle. Und dass es absolut flexibel ist. Ich kann mir da 100 Oszillatoren reinbauen. Habe es noch nicht probiert, aber schauen wir mal, wann Schluss ist. Zurück zum Thema. Nein, nicht zurück zum Thema. Machen wir doch den Oszillator erst fertig. Was hier noch ist, ist ein Unison. Wenn ich da drauf klicke, geht unten nochmal so ein kleines Teilfenster auf, dann verändert sich auch die Wellenform. Und ich habe sofort einen fetten Sound. Ja, ich habe hier vierfach Unison und es gibt auch verschiedene Unison Modes. Die natürlich sich auch anders anhören. Passt schon. So, Unison aktiviert, lassen wir auch aktiviert. Jetzt kommen wir zu unserer PWM. Pulse Width Modulation. Wie mache ich das? Ich habe diesen Parameter, den möchte ich eigentlich nur so hin und her drehen. Macht man klassischerweise mit einem LFO. Ja, jetzt brauche ich ein LFO und dann sind wir hier unten bei den Modulatoren. Klicken wieder auf dieses angedeutete Shape und jetzt sagt er auch wieder, was möchtest du? Envelope, LFO, Random, Node, Pressure, Velocity, Max, Min, Multiply. Na, ich möchte einen LFO. Der LFO schwingt schon, also oft kennt man es so, dass man hier so einen Punkt sieht, also aus Bitwig kenne ich das so. Hier ist es so, dass man den Ausschlag sieht. Was auch nicht schlecht ist. Ja, dieser kleine Punkt, der sagt jetzt gerade, wo du bist. Jetzt möchte ich mit diesem LFO meine Pulse Width modulieren. Ja, jetzt sehe ich hier ein kleines Plus. Das ist der Modulation Out. Da klicke ich drauf. Jetzt blinkt es und jetzt alles. Jetzt gehen überall Plusse auf, was ich modulieren kann. Naja, und jetzt gehe ich halt hier drauf. Wenn ich hier drüber fahre mit der Maus, ohne zu klicken, dann bin ich schon da. Und jetzt einfach mit der Maus hochdrehen, wie viel das ich modulieren will. Und jetzt kann ich den Wert einstellen. Viel, wenig. Ich möchte es mal nicht übertreiben. Ja, und schon habe ich diesen Parameter moduliert. Ganz einfach. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt möchte ich einen Suboszillator da noch drin haben. Ein Oszillator ist ja langweilig. Ja, also, wenn ich jetzt wieder hier reingehe, dann sehe ich hier unten mein Shape. Da kann ich jetzt draufklicken, kann mir wieder einen analogen Oszillator einfügen. Ich würde es gern hier als Dreieckskurve machen. Würde das Ganze gerne 12 Halbtöne nach unten verstimmen. Es soll ja ein Superoszillator sein. Jetzt kann ich das natürlich hier runterziehen. Ich kann aber einfach mit der rechten Maustaste klicken, dann geht ein Fenster auf und ich kann den Wert eingeben. Auch kein Problem. Ja, und jetzt höre ich nichts. Was ist das Problem?
Ich bin ja hier nach dem Output. Man sieht hier an den Pfeilen, das Output hier geht rein in den Out-Device und das geht rechts rüber in die Effects-Lane. Ja, wie kriege ich jetzt das hier da rein? Ich kann es so erstellen und kann es einfach hochziehen. Jetzt hört man es. Ich kann es aber auch so machen, dass wenn ich jetzt hier reingehe und ich möchte nicht hier unten das einfügen, einfach die Alt-Taste drücken und hochgehen. Ja, dann kann man auch dazwischen Elemente einfügen. Ganz einfach. Kein Problem. Ja, jetzt hätte ich gerne noch einen Filter da drin. Auch da wieder die Alt-Taste, weil es soll ja vor dem Output kommen. Und dann gibt es hier schon die Filter. Sektion. Der Filter schaut dann so aus. Ich habe verschiedene Filtertypen. Low Pass, unten steht es, Band Pass, High Pass, Notch, Low Shelf, High Shelf und Peak. Habe zwei Parameter wie Cutoff und Resonance oder Quality heißt der ja immer. Und bei diesen, das sind ja eigentlich für mich eher Equalizer. Kann ich hier natürlich auch noch einen Gain einstellen. Kann ich aber nicht bei den Filtern. So, ich bleibe aber hier beim Low Pass. Ja, und hier gibt es noch eine Slope, weil mit der Slope stelle ich die Flankensteilheit des Filters ein. Man sieht es hier ganz genau. Gut, jetzt hätte ich gerne eine Filter-Envelope, was ja auch ab und zu mal der Fall ist. Ja, hier auch wieder ein Modulator rein, eine Envelope rein. Und jetzt tun wir erstmal hier auf das Plus klicken, gehe hier auf den Cut-Off. Habe eine Filter-Envelope da drin. Wenn ich jetzt hier einfach den Amount verändern will, kann ich das ganz einfach machen. Ja, was hätte ich jetzt noch gerne gemacht? Ich würde gerne, also meine erste Gruppe steht so, die ist ganz gut. Ich würde jetzt gern den Oszillator hier modulieren. Und zwar so ein bisschen Phase Modulation reinbauen. Ja, wie machen wir das? Hier wieder klicken, mache ich jetzt eine zweite Gruppe. Einfach so die Gruppe. Die nenne ich jetzt hier Phase Mod. Und da erstelle ich mir jetzt einen Oszillator. Und zwar einen Wavetable Oszillator. Und hat eigentlich fast genau die gleichen Parameter wie der normale Oszillator, außer dass er hier eine Wavetable anbietet. Und jetzt klicke ich da rein, dann hole ich mir jetzt mal hier irgendwie einen Modulator raus. Also man kann hier aus zigtausend verschiedenen vorgegebenen Wavetables auswählen. Kauft euch das Ding und schaut es euch an. Also das hier zu erklären wäre viel zu viel. Und jetzt möchte ich nicht, dass dieser Wavetable das Signal ausgegeben wird, sondern ich möchte es einfach nur zum Modulieren hernehmen. Ja, wie kann ich das machen? Ich möchte dieses Output, habe ich hier ein grünes Plus, das heißt, ich habe hier dieses, ich denke mal, das ist ein Audiosignal, gehe ich da drauf und damit möchte ich jetzt hier die Phase modulieren. Jetzt gehe ich hier mal so auf 25%, sowas, schauen wir mal, wie sich's anhört. Jetzt gefällt mir eins noch nicht. Jetzt schalte ich das mal wieder aus erst.
ich möchte jetzt nicht ständig hier. Ich möchte nicht ständig hier diese Pulse with Modulation drin haben. Das heißt, ich möchte die PWM möchte ich eigentlich regulieren mit meinem Modwheel. Ja, dann nehme ich hier mein Modwheel, gehe aufs Plus und jetzt bietet er mir ja wieder alle Modulationsziele an. Jetzt gehe ich auf die PWM, aber nicht auf das Plus, sondern unten auf den Stern. Das heißt, hier kann ich einen anderen Parameter, der schon moduliert, zusätzlich beeinflussen. Also ich habe die PW eingestellt auf 50%, moduliere das mit dem LFO zu 16% und diesen Anteil regle ich über das Modwheel zu 100%. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Jetzt ist überhaupt nichts mehr moduliert. Und jetzt gebe ich ihm den Modulation Amount vor. Kein Problem. So, jetzt schalte ich meine Gruppe wieder ein. Jetzt habe ich hier meine Phase Modulation drin. Jetzt möchte ich eben auch diesen Amount möchte ich regeln und dann nehme ich das Makro dazu, klicke ich hier auf das Plus und sage ihm jetzt hier den Phase Modulation Amount mit dem Stern über das Makro 1. Ich klicke dann immer zweimal woanders hin, dass ich dann wieder raus aus diesem Zuweisen bin. Makro 1 bin ich denn als Phase Mod. Problem. Und jetzt möchte ich aber auch noch, weil wir ja hier ein Wavetable haben, möchte ich jetzt die natürlich auch noch steuern können und das mache ich eben mit dem Makro 2 und sage ihm jetzt hier zu 100% hier auf die Frame, auf den Wavetable Frame raufgehen. Dann benenne ich das hier als WT Pose, Wavetable Position. Und jetzt habe ich meine Phase Modulation und ich kann es wunderbar alles modulieren. Ganz einfach, habe ich doch gesagt. Ja, also, der Synthesizer Patch wächst und wächst. Jetzt kann ich da unten noch zum Beispiel einen Glide aktivieren. Always soll der sein. Und machen wir mal ein paar Millisekunden. Fast ein bisschen zu viel. So, Glide haben wir aktiviert. Ich mache hier nur einfach Polyphonie. Passt. Gehen wir mal in die Effekte rein und bei den Effekten möchte ich jetzt zum Beispiel hier einen Non-Linear Filter reinbauen, weil ich den geil finde, der ist nicht so ein klarer Filter, sondern der reichert das Ding noch an. Und da kann man ja auch hier ein paar so, der hat schon eine Saturation mit drin. Was ich ganz geil finde. Jetzt möchte ich aber hier bei diesem Filter ein Keytracking noch einbauen, weil der soll mir die Cutoff-Frequenz verschieben, abhängig von der Notenhöhe. Ja, wie wird man das machen? Ich brauche einen Modulator. Dann bin ich im Bereich MIDI und habe hier den Note Modulator. Und der sagt mir jetzt einfach, der macht mir das Keytracking. Jetzt muss man den ein bisschen einstellen. Ich möchte hier auf meiner Tastatur das unterste C spielen. Das ist jetzt nicht in der Mitte. Jetzt verdrehe ich diesen Center-Parameter so weit, dass das auf 0 liegt. Das sollte dann das C2 hier sein.
jetzt wandert der mit. Und jetzt sage ich einfach hier Modulation, gehen wir hier auf die Cutoff-Frequenz und jetzt müssen wir ein bisschen rumspielen. Jetzt ist er hier bei 0, wenn ich das 0 spiele, eine Oktave höher und jetzt gucke ich einfach, ob das so einigermaßen mitwandert. Man sieht sie an der Frequenz ganz gut. Passt für mich. Jetzt möchte ich noch, wenn ich das Mod-Wheel aufdrehe, möchte ich die Cut-Off-Frequenz hier noch ein bisschen erhöhen. Auch da wieder zweites Plus. Da drauf gehen. Auch wieder die 25%. Oh ja, passt. Ja, haben wir den Filter drin. Haben wir Keytracking eingebaut. Ihr seht, also es ist alles nicht schwer, es ist recht intuitiv. Was machen wir noch rein? Jetzt möchte ich hier noch einen Chorus reinbauen. Hört sich spontan ganz gut an. Ich gehe mal in die dritte Lane, das ist so bei mir der letzte Schritt, was noch zu machen ist am Ton. Da würde ich jetzt einen Kompressor reinbauen. Dass er auch die leisen, versteckten Passagen rausholt. Und zum Schluss noch ein Limiter. Nicht, dass wir irgendwann ins Clipping kommen. Und da gehen wir hier auf minus 0,5, keine Ahnung. Passt. Schauen wir mal, was wir noch im Angebot haben. Wie gesagt, es waren hier fast alle Snippets mit dabei. Mit diesem Update, was auch ein Grund war, warum ich da zugeschlagen habe. Ja, man könnte noch ein Delay reinbauen, man könnte aber auch ein Reverb reinbauen. Und zwar mit einer ganz kurzen Decay Time. Auch. Ach, eins, was immer noch meines Erachtens immer wichtig ist, ein Vibrato, also das Schwingen der Tonhöhe ganz leicht, also auch wieder ein Modulator, LFO meines Erachtens. Jetzt kommen wieder meine berühmten 5,xy Hertz zum Einsatz. Wir können es gerne mit der Sinusschwingung machen. Und eigentlich sind wir hier im Master-Pitch-Bereich, wo ich hier minimal, hier verstimmen muss. Das ist schon viel zu viel. Also mache ich hier 0,1. Das ist zu wenig. Machen wir 0,5. Das passt meines Erachtens. Und das wollen wir natürlich auch wieder mit dem Mod-Wheel beeinflussen. Also gehe ich hier auf das hier drauf und beeinflusse das. Passt. Freunde, Herz, was willst du mehr? Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich glaube, ich habe auch das Wichtigste
mal erklärt. Das Video läuft hier eine halbe Stunde, ist auch eine gute Zeit für sowas. Also, FacePlant, absolutes Sündmonster. Wartet mal, wenn ihr den kaufen wollt. Es gibt immer mal wieder bei Kilohertz ein paar so Rabattaktionen. Also ich würde jetzt keine 150 Euro dafür bezahlen, obwohl es wert ist. Aber wäre mir dann zu teuer. Ja, hat man das Grundkonzept von dem ganzen Ding mal hier durch verstanden, dann ja, dann hat man es verstanden und dann kann man ganz einfach Patche bauen. Es macht Spaß, ist meines Erachtens so, das Bitwig unter den Synthesizern, unter den VSTs, durch diese Modulationsmöglichkeiten, diese ganzen kleinen Snippets hier, die kann ich auch als eigenständige VSTs in meiner DAW weiterverwenden, was auch noch ganz toll ist. Ja, das soll es gewesen sein. Also, ich speichere diesen Patch ab. Das ist ein Lied und der heißt Dark Chamber of Blood. Keine Ahnung. Blood. Ich weiß gar nicht, wie man schreibt. Blatt. Safe. Und wenn mal ein paar Patches zusammengekommen sind, dann tue ich vielleicht auch eine Soundbank erstellen, die man natürlich auf meiner Webseite syntoriel.de herunterladen kann, wie meine Dune 3 Soundbank auch und die Vital Soundbank und die Predator 3 Soundbank. Gut, jetzt reicht's aber. Sollte euch dieses Video gefallen haben, ne, dann freut es mich natürlich unheimlich, wenn ihr mir hier so einen Daumen nach oben gebt. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann geht in den Keller und weint. Ist mir egal. Abonniert doch meinen Kanal und sagt weiter, dass es diesen Kanal gibt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restsonntag, einen guten Start in die nächste Woche und vielleicht bis nächste Woche zum nächsten Video. Möchte ich aber nicht versprechen, mache ein bisschen langsamer zurzeit. Sei mir vergönnt. Also, tschüss, hier aus Nürnberg.